Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, in der letzten Folge sind hier noch, oder vielmehr nach der letzten Folge sind hier noch so ein, zwei Leute fertig geworden. Wir haben auch neue Aufgaben gekriegt. Ich würde sagen, wir kassieren erstmal die Knete ab, die hier rumliegt quasi. Sind drei Aufgaben. Und zack, haben wir schon wieder, ja, fast 100.000. Fast. Der hat noch Dünger da. Wir haben auch noch neue Düngeaufgaben bekommen. 52 wäre doch genau hier in der Nähe. Dann gucken wir mal, ob der Dünger reicht für die 52. So. Und zwar fährst du mir zu Feld 52, hat mir gesagt. Ja, fahr einfach mal dahin. Nö. Nur hinfahren. Ja, dann haben wir den guten hier auf Feld 38, der gleich nochmal auffüllen fahren wird. Oh, das mit dem Flug sieht jetzt ganz vernünftig aus. Der ist auch gut dabei. Brauchen wir noch eine ganze Weile. Joa, der hat die eine Richtung gleich fertig. Der wird dann gleich in die Gegenrichtung fahren. Warum haben wir hier eigentlich keinen? Ich die Linien alle an. Ja, tatsächlich. Er wendet jetzt gleich und geht dann in die gegenläufigen Bahnen quasi. Ja, aber ich denke mal, der wird auch sich noch mal Saatgut holen müssen dann. Ja, auch er auf der 50 wird definitiv Saatgut brauchen. So, dann haben wir noch unseren Hansel hier. Wir haben auf der 15 Kartoffelsätzen angenommen. Genau. Ja. Das heißt, wir brauchen als allererstes erstmal einen Auto-Drive-Kurs. Ob das war richtig, ne? Gucken bei den anderen. Genau, das war richtig. Wir wollen abholen. Feld 15 ist richtig. Wir wollen Saatgut. Und zwar Saatgut tanken. So, hier müssen wir jetzt Autodrive benutzen. Die Düngerfunktion wollen wir nicht. Fahren schon mal auf den Acker hier drauf. Genau, Feld 15. Wir wollen. Wie viele Vorgewände machen wir denn mal? Machen wir vier Vorgewände. Scharfe Kanten. Fangen auf den Feldreihen an. 6 Meter stimmt. Springen wir eine Reihe reicht, eine Reihe. Ach, ich lasse mal eine Reihe nur überspringen.
Also, du beginnst einfach am ersten Punkt. Fahr mal hin da. So, 600.000 haben wir jetzt. Hätte ja überlegt, irgendwie vielleicht Bällchen zu machen oder sowas mit dem Gras oder das zu lagern. Ja, ist aber erst in der ersten Reifestufe. Das heißt, wir könnten auch noch mal warten. Hier, schauen wir mal. Läuft uns ja nicht weg, das Ganze. Also, er fängt jetzt hier auf jeden Fall an, Kartoffeln zu machen. Dann lassen wir ihn mal seine Bahn ziehen. Wir hatten noch eine Düngeaufgabe, nicht? 13. Dann fährst du zu Feld 13. Ach, ich wollte auch die Brücke bauen. Genau, ich wollte auch die Brücke bauen. Glaube, die Brücke ist tatsächlich wichtiger. So, Feld 52. Kurs generieren auf Feld 52. Bei Vorgewende scharf. Wir brauchen nichts auslassen bei dem Düngestreuer mit 30 Metern. Ja, gib ihn. So, nee, 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 wir fangen auf den Feldreihen an. Am ersten Wegpunkt anfangen, los geht's. So, was haben wir denn noch für Aufgaben? Oh, die 56 ist noch Düngen drin. Die 16. Weizen einsehen. Machen wir auch. Leihen wir uns doch mal die Geräte dazu mit aus. Ja, ich hätte noch eine Spur mehr auslassen können, aber geht. Gut. Ui, wobbel, 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 die steckt im Boden. Na? Na, schafft der Fettmoppel das? Ja, sollte die. Ja, kommt ihm ja keiner entgegen, gerade hoffe ich.
Bessern zu Feld 16. Saatgut und du füllst Saatgut, genau. Cosplay am Ende wollen wir noch nicht. Weil du fährst mir jetzt erstmal Saatgut auffüllen. Alles weitere kommt danach. So, eine Kursgenerierung. Vorgewende, zwei Bahnen, Kraftkurven, wir fangen auf den Feldreihen an. Bahn wollen wir nicht überspringen. Und los geht's. Na, der müsste doch gleich nochmal auffahren, füllen jetzt. Auffüllen, fahren, so. Das Vorgewende schafft er nicht mehr, den 12% Saatgut, glaube ich nicht. Er quält sich schön vorwärts. Ah, 2 Stunden laut Cosplay, wollen wir mal gucken. Aber auch das wird fertig. So, mal gucken, ob er denn sich jetzt hier auch auffüllt. Das könnte ein bisschen eng mit den Wänden gleich werden. Ja, ich glaube mit der Maschine selber auffüllen. Wir müssen uns Saatgut kaufen. Okay. Nun gut, dann fahr jetzt. Ja, das hier mit dem Düngen klappt ruckzuck. Der soll in einer Viertelstunde fertig sein. Was haben wir denn noch an Missionen? Die 56 Düngen. Das war hier unten noch mit, ne? 52, 56, genau. Die 49 Grubbern. Waren da drauf, hat dort verfault. Oh, Kartoffeln. Ja gut, machen wir trotzdem. Auch wenn wir da ein bisschen, ja, oder fast die Hälfte verlieren. Durch das Leihen der Geräte. Einmal durchgucken nochmal, wie das hier aussieht. Läuft alles soweit.
Ja, das war klar. Hey, du solltest gar keinen Dünger auffüllen. Saatgut solltest du auffüllen, du Idiot. Naja, egal. Was auch immer du vorhast, lass es. Ich muss jetzt zu Feld 16, du bist voll. Geht doch. So. Ah. Okay, wieder für die kleinsten Fälle die größten Geräte gekriegt. Ah, Feld 49 war das. Na, das wird doch knallen gleich. Ja, okay, aber. Oder? Wo ist der längst gefahren? Keine Ahnung, der biegt jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ab. Ach, da fährt er. Ach, der ist gleich schon bei seiner 16 da. Ja, Glück gehabt. Gut. Leider ist die Viertelstunde schon wieder rum oder vielmehr die 20 Minuten, Viertelstunde, je nachdem. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.